Naja, quatschen wir mal mit ihm hier. Du wusstest die ganze Zeit, wie man den schwarzen Atem umgeht. Jetzt glaub ja nicht, ich hätte euch daran vorbeibringen können, Fleischberg. Ich habe Wege, fast überall vorbeizukommen, vor allem hier oben. In früheren Zeiten kümmerte sich mein Volk hier um alles, hat die Jötnarfallen verbessert und Wege erbaut, um sie zu umgehen. Deshalb sind sie auch so hinterhältig. Oh, da fällt mir ein, pass auf Fallen auf. Guter Tipp. Kommen wir wieder in den Genuss von Fallen, oder was? Hier kann man auch noch rein. Aha. Achso, das war Energie. Noch mehr Fallen. Da ist ein Tunnel, aber für dich zu eng. Geh du. Mach ich. Ja, und was war da? Geht's dir gut? Sicher doch. Mir geht's super. Okay. Pum. So, das war's. Sieht schwer aus. Ich kann ihn bewegen. Hier ist auch wieder so ein Riese. Hier ist doch noch irgendwas. Das weiß ich noch nicht. Und das war's. Der Wagen hängt noch an. Das sehe ich. Fertig. Dann los. So. Das geht. Die Tassen. So, hier dürfte dann ja durch das große Tor da oben. Ah, Moment. Kleines Stück zurück.
Okay, da lang geht es nicht. Da auch nicht. Aber wir können erstmal hier gucken. Boah, so viele Wege, so viel Verwinkelung. Kaputt. Lass sie zurück. Wozu sind die gut? Es ist irgendwas Besonderes daran. Das spüre ich. Genau. Das. Im Moment. Hier ist noch irgendwas. Cool. Ah, okay, hier kann man jetzt leider auch nicht her. Wir gehen jetzt einmal kurz hier. Ach, da können wir gar nicht mehr lang. Scheiße. Haben wir deswegen diesen Shortcut quasi freigeschaltet? Hallo? Wieder was entdeckt. Hier ist doch Brok. Und man kann doch aber hier auch noch entlang gehen. Wir müssen das Seil lösen. Kannst du uns mit dem Wagen darauf helfen? Hä? Nee, wir laufen einfach daher. Ich habe keinen Bock, da jetzt zu sterben. Wegen der Unachtsamkeit. Okay, da ist Brok. Und das bedeutet, wir haben den Shortcut einfach nur freigeschaltet, damit wir nicht durch diese Fallen und so laufen müssen. Okay. Daraus schließe ich, dass wir jetzt über die Brücke gehen. Ich weiß nicht, was wir hier noch wollen. Na, über die Brücke. Wir waren hier schließlich noch nicht. Das Vieh lebt doch bestimmt, oder? Nee, das... Das da lebt. Naja, es hat gelebt. Langsam habe ich den Dreh raus. Oh. Oh nein. Hä? Was ist mit ihm? Gestorben. Ja. Was ist das? Ja, kann man nichts machen? Ah ne, das ist ein Stachel. Okay. Muss ich jetzt auch nicht haben. Jetzt sind wir gerade blöd da runtergefallen. Und was ist das?
hier noch einer? Bereit. Gut. Was ist das? Ach, Energie. Ja, super. Kann ich das nicht öffnen? Ist hier irgendwo noch ein Feind? Ja, okay, hier sind sowieso ganz viele komische Geräusche, aber... Weiß nicht, wir haben auch keine Erfahrungspunkte bekommen gerade. Ich weiß es nicht, vielleicht können wir diese blöde Truhe nicht aufmachen. Das können wir auch nicht machen. Hä? Ich habe jetzt einfach geschossen mit ihm. Und plötzlich geht es. So, ich will gar nicht runter. Ich wollte nur einen Shortcut freischalten. Und dann müsste doch jetzt die blöde Truhe aufgehen. Lauter altes Zeug. Wenn wir es nicht brauchen können, ignorier es. Ich weiß. Ah ja, jetzt geht's. Schuppen, Hüftschutz der Konzentration. Leider weiß ich trotzdem nicht, wo es weitergeht. Ach so, geht das hoch. Super. Bringt uns das hier auch irgendwann mal irgendwas? Ich weiß nämlich im Moment nicht, wie ich hier... weiterkomme. Ah, da ist doch auch wieder so eine Tür, die wir nicht aufbekommen, ne? Da waren wir schon drin. Ziemlich gut verschlossen. Merken wir uns mal, dass da die Tür ist. Da geht's nicht weiter. Hier kommt's immer auf das Gleiche raus. Oder müssen wir den Wagen weiterschieben? Das kann auch sein. Einen Moment. Ja, wir können ihn weiterschieben. Sieht so aus, als wäre das unser Ziel, dass wir das Ding einfach weiterschieben. Nicht schlecht. Diese scheiß Steine sind im Weg. Moment, wir könnten... können wir dahin? Wir müssen ein bisschen rumprobieren, das ist ein größeres Rätsel hier.
Aber ich finde, wir kommen trotzdem ganz gut voran. Gut, jetzt kommen wir an den Felsen ran. Er ist da vorne. Aha. Wunderbar. Da haben wir nochmal was. Falkenflug, Runenbeschwörung. Beschwört Spektralfalken, die zu Boden stürzen. Wir haben doch auch mit ihm irgendwie so Wölfe, die angreifen können. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Ich muss mir das mal in Erinnerung rufen. Da, diese Wölfe. Nee. Ah ja, die machen sehr viel Schaden. Also können noch einen Schaden und einen Betäubung machen. Und er Rune und Betäubung. Nee, dann. Cool. Einfach Viereck gedrückt halten, okay. Das ist ja leicht. Einen Moment. Das Seil klemmt noch unter dem Felsen. Wir sollten ihn wegschieben. Ja, ich will ja auch gar nicht runter. Der sieht schwer aus. Nicht für Kratos. Gibt's ja nicht. Papa hat's drauf. Oh, komm, Kratos. Geschafft! Jetzt bekommen wir das Seilrad in Gang und schaffen es nach oben. Ist ja perfekt. Oh nein. Jawohl, die Wölfe. Geh kaputt. Oh nein. Kaputt. Ins Gesicht. Wow. Holy shit. Zurück zum Rad. So, Frostflamme, jawohl, das verbessert unsere Axt endlich. Und der Fluss aus Messern haben wir auch noch. Wunderbar.
Ah, okay. So geht's. Wunderbar. Wohin gehen wir jetzt? Und was machen wir jetzt mit der blöden Kralle? Wenn wir mit der Kralle hochfahren könnten, wären wir im Nu oben. Ja. Aber ich weiß noch nicht genau, wie wir das jetzt hier anstellen sollen. Komisch. Passiert da irgendwas? Ja, ich weiß, dass ich das anhalten kann. Und wo gehen wir jetzt hin? Das ist eine gute Frage. Ich dachte, wir halten uns an dieser Kralle irgendwie fest. Ah! Jetzt hat's Klick gemacht. Jetzt hat es Klick gemacht. Es passt. Das ist perfekt. So. Es geht los. Haha. Ob das bis ganz nach oben geht? Das wird sich bald zeigen. Dieser verdammte Berg. Irgendwas ist seltsam da oben. Da lauert eine Gefahr. Denke nicht an das, was eventuell sein könnte. Konzentriere dich auf das, was ist. Und sei wachsam. Jawohl. Habe ich dieses Ding überhaupt angemacht? Ist jetzt nicht besonders hell hier. Aber näher dran. Los da! Ah, ich glaube, jetzt leuchtet es eigentlich erst. Hey, die ist nicht kaputt. Da steht was. Ein Gebet der Riesen. Sie bitten ihre Vorfahren, über sie zu wachen. Sie heimzuführen. Junge. Warte. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Schau. Was hast du geschrieben? Sie sollen Mutter beschützen. Wachen Sie über uns auf dem Weg nach oben? Komm, Junge. Es ist ein langer Weg.